Nein, mehr hat er uns definitiv nicht mehr zu sagen. Also, wir könnten uns jetzt auf den Weg machen, hier die Treppen hoch in die Richtung Stadt der Untoten. Da oben, wo man das Leuchten sieht. Oder wir sehen uns hier noch weiter um, was die bessere Wahl ist. Denn wir finden hier noch einige nützliche Sachen. Erst einmal hier durch. Brandbomben. Kann man immer gebrauchen. Hier der Weg weiter. Ist noch ein NPC. Aber erstmal hier uns umgucken. Nö, hier ist nichts mehr. Außer Tonkrüge, die wir einfach mal durchrollen können. Das ist übrigens eine Lieblingsbeschäftigung von allen möglichen Dark Souls-Spielern, einfach mal so durch die nächstbesten Tonkrüge durchzurollen und Flurschaden anzurichten. Aber jetzt sprechen wir mit dem NPC hier. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Okay, er mag uns schon mal, er misstraut uns schon mal, also weil wir ein Fremder sind. Aber wir können trotzdem weiter mit ihm reden. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Und wir kriegen eine Kupfermünze von ihm, die eigentlich so gesehen wertlos ist, weil in Lordwyn wird nicht mit Geld, sondern mit Seelen gehandelt. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja, Wunder würden uns gefallen, weil ich habe vor, so eine Art Paladin zu spielen. Also ich habe mir bereits ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was für Ausrüstungsteile und so weiter ich für diesen Let's Play zusammensammeln und benutzen will. Und Wunder, also hauptsächlich Heilung, gehört auch dazu. Very well. Then first, a covenant with the gods. Diesen Bund haben wir bereits. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Gut. Also wie er gerade gesagt hat, die Wunder werden von die Wunder, die wir benutzen können, werden nur von unserem Willen verstärkt. Wille ist ein Attribut sowie Stärke, das werden wir also auch steigern können. Erstmal lernen wir von ihm eine Geste. Du hast eine Geste gelernt, sehr schön. Dann könnten wir noch mit ihm reden. Das will ich jetzt erst einmal aber nicht machen. Und Gegenstände kaufen. Eidleisten haben wir ja schon gemacht. Also als Ritter haben wir diesen Eid bereits geleistet. Eide sind so besondere Sachen in Dark Souls. Da kann man besondere Dinge für machen, kriegt dann besondere Gegenstände. Also in dem Fall mussten wir den Eid leisten, um Wunder zu lernen bzw. kaufen zu können. Und da haben wir auch schon die Wunder, die ziemlich teuer sind, aber wir wollen nur ein Wunder von ihm, nämlich die Heilung für 4000 Seelen. Irgendwann mal. Und Talismane hat er auch, aber die brauchen wir nicht. Come again. Ja. The effectiveness. Wir kommen bestimmt wieder. Um die Heilung zu kaufen. Wenn wir es uns denn leisten können. Fürs Erste gehen wir erst einmal hier hoch. Und die Treppe noch hier hoch. Und sammeln hier noch eine Seele ein. So, nachdem wir das gemacht haben, hauen wir noch einen Trunk kaputt und springen hier runter. Weil hier ist ein kleines Secret, was nicht viele, naja, okay, eigentlich die meisten Leute springen da einfach runter und finden das Secret. Also so schwer ist es gar nicht zu finden. Hier sind nämlich einige Truhen mit Gegenständen, die uns das Startleben erleichtern sollen. Unter anderem hier der Talisman, den wir da oben für 1000 Seelen hätten kaufen können. 6 Heimkehrknochen, die sind auch sehr wichtig. Die tue ich mal. Die Sachen tue ich mal alle raus aus dem Quickslots und tue die Heimkehrknochen rein.
Damit können wir nämlich zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurückkehren, also zum Leuchtfeuer hier am Feuerbandschrein, wo wir gerastet haben. Und hier haben wir noch Lloyds Talismane. Das sind Multiplayer-Gegenstände. Die brauchen wir also nicht, weil ich kein Multiplayer spiele, wegen Games for Windows Live und dem Grafikmod, den ich installiert habe. Und weil ich auch in Dark Souls nicht wirklich Lust auf Multiplayer habe. Dafür tue ich jetzt mal den Morgenstern hier noch reinpacken. Und noch eine Sache sei erwähnt, wie ich ja am Anfang gesagt habe, durch die Ritterrüstung sind wir ziemlich überladen. Das sieht man hier bei der Belastung, also hier jetzt in der Mitte gut genug. Wir haben 35 Stein, sage ich jetzt mal, von 52 möglich. Und dass wir richtig laufen könnten, bräuchten wir 70 mindestens. Weil dann wären wir bei 50%. Das heißt, wir müssten unsere Konstitution noch eine ganze Weile steigern, bis wir soweit sind. So, die Keule habe ich jetzt nur angezogen wegen den beiden Jungs hier. Wenn die, diese können nämlich jetzt am Anfang garstig sein. Genau, die machen nicht nur guten Schaden, sondern machen auch Blutung. Ah, das könnte mein erster Tod sein, wenn ich nicht aufpasse. Oh. Aua. Geh weg. So. Einer ist weg. Und den anderen kriegen wir auch gleich kaputt. Oder wir steigen ihm aufs Dach und zerschlagen ihn dann. So. Jetzt brauche ich den Knüppel erstmal nicht mehr. Den habe ich nämlich nur für die beiden gebraucht. Sondern wieder mein Schwert, auf das ich mich eher verlassen kann. Da trinken wir zur Sicherheit nochmal einen Schluck. Und ja, ich kann euch mal kurz zeigen, da unten ist die Schandstadt. Dieses braune, wabblige Zeug da, da wollen wir erstmal nicht hin. Das sieht ziemlich ungemütlich aus und das ist es auch. Wir wollen lieber noch ein paar Secrets hier abgrasen. Und ich habe ja euch ja bereits vorgewarnt, ich kenne das Gebiet ziemlich gut. Ich weiß, wo die meisten, also, beziehungsweise das Spiel kenne ich, das Gebiet kenne ich auch ziemlich gut. Ich weiß, wo die meisten Sachen versteckt liegen. Da drüben ist noch etwas. So, laufen wir da noch hin. Ja. Um die Ecke. Und sammeln hier noch eine Seele ein. So, damit haben wir hier eigentlich alles. Wir können hier mal kurz runter. Aua. Da drüben ist nur eine leere Truhe an dem Schrein. Gehen wir nochmal hierher zurück. Um uns zu heilen und unsere Flakons auf 10 aufzufüllen. Das können wir nur hier an dem Leuchtfeuer im Augenblick, weil das das einzige ist, was auf Stufe 2 entfacht wurde. Also das Leuchtfeuer entfachen ermöglicht uns mehr Ladungen für den Flakon zu bekommen. Das da unten sind nämlich Ladungen und nicht die Anzahl der Flaschen. Wir tragen nur eine Flasche mit uns rum. So, und hier geht's jetzt los im Kampf gegen die Hüllen. So, die erste ist weg und da kommt auch schon die zweite angesprungen. Die locken wir mal ein Stück weit weg, weil da oben ist ein Feuerbombenschmeißer. Und von dem will ich nicht unbedingt leicht direkt eine ins Gesicht bekommen. Genau, der wirft hier Feuerbomben. Und haut uns. Aua. So. Die sind schon mal aus dem Weg. Da oben ist noch ein Typ. Den lasse ich jetzt mal da stehen. Der tut uns nämlich im Augenblick noch nichts. Und ja, was Hüllen wollen von uns, weil ich habe ja gesagt, Hüllen sind eigentlich Untote, die den Verstand verloren haben. Die wollen Seelen. Das ist das Einzige, was die meisten hier in Lordwyn wollen. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Und zwar in der Beschreibung dieser Seelenbatterien hier steht: Seele eines verlorenen und längst zur Hülle gewordenen Untoten. Mit dir kannst du Seelen erhalten. Seelen sind der Quell allen Lebens und selbst als Untote oder gar als Hülle strebt ein jeder nach ihnen. Also das einzige Ziel, was Untote, also Hüllen besser gesagt,
noch haben. Wir haben ja als Untote ein anderes Ziel. Ist es Seelen zu bekommen. Weil sie hoffen damit, ihren Verstand wieder zurückzugewinnen. So, da hinten hat man schon gesehen, liegt noch ein etwas. Und um an das ranzukommen, müssen wir etwas Waghalsiges tun, nämlich darüber springen. Und falls ich jetzt dabei runterfalle, dürft ihr ruhig lachen. Haha, ich bin aber nicht runtergefallen. So, jetzt müssen wir vorsichtig hier dran vorbeigehen. Weil ich habe keine Lust, da runter zu fliegen. In den Nether. Und dann wieder hier rüber zu kommen, meine Seelen einzusammeln. Weil sobald man stirbt, bleibt der Seelenhaufen zurück. Also man verliert alle Seelen und alle Menschlichkeit. Und wird, falls man in menschlicher Form ist, wieder in die ausgehöhlte Form zurückgesetzt. Und um Menschlichkeit und Seelen zurückzukriegen, muss man eben den Seelenhaufen wieder einsammeln, der am Ort des Todes lag. Also in dem Fall, wenn ich jetzt hier runterfallen würde, würde er genau hier liegen, wo ich jetzt stehe. Also es ist ein bisschen zeitversetzt, weil wenn ich einfach runterfalle, wäre der Seelenhaufen weg. Und das wäre halt dann ein bisschen zu unfair für das Spiel. Man muss ja sagen, Dark Souls ist ein schwieriges Spiel, aber es ist immer fair. Es ist ziemlich bugfrei, bis auf einige kleine Glitches an manchen Stellen, die aber dann eher vorteilhaft für einen sind als negativ. So, weg mit dir. Ist es ziemlich bugfrei, also es passiert selten mal was, irgendetwas, was einen spielmechanisch in den Tod treiben könnte, weil zum Beispiel auf einmal der Bildschirm schwarz wird oder sonst irgendwas. So, Ratte. Stirb. Und du hast noch eine Seele der verlorenen Untoten bewacht. So, jetzt geht es hier durch den Kanal oder besser gesagt durch das Aquädukt durch. Dort die Tür ist noch abgeschlossen. Das ist so eine Art Abkürzung. Wir müssen erst einmal hier hoch. Rennen. So. Und landen hier in der Stadt der Untoten. Also mit Untoten sind Leute wie wir in dem Fall gemeint und nicht einfach nur Hüllen. Ja. Du darfst auch. So. Dort haben wir schon wieder eine Nebelwand. Und einen Feuerschmeißer. Ich habe ganz vergessen, dass du Feuer schmeißt. So, du noch weg. Und dann gucken wir uns hier weiter um. Hier gibt es erstmal nichts außer Kisten, die wir kaputt machen können. Auf die Treppe kommen wir nämlich nicht hoch. Da müssten wir über das Dach rüber hier reinspringen. Wir wollen erstmal da runter zu dem Gebiet. Dort sind wir nämlich, da ist noch etwas. Hier ist nämlich noch eine Seele eines verlorenen Untoten. Und da hängen Untote an der Wand und kommen hochgekrochen. Ja. Man sieht schon, der eine Stärkepunkt hat viel gebracht. Wir können diese Untoten schon mal one-hitten. Das können wir ja noch nicht mit allen machen. Wir können hier noch eine Seele finden. Und dort unten liegt auch noch was. Und ich höre einen rumlaufen. Ja, wenn man Kopfhörer... Ja, da drüben. Dort, wo wir hergekommen sind, ist der runtergesprungen. Und blockiert uns nur den Rückweg. Den müssen wir dann auch ausschalten. Die Jungs da hängen eine Runde ab. Da können wir ihnen ein bisschen nachhelfen beim Abhängen. Indem wir sie einfach runter... Ich sagte runterhauen. So. Die haben eh nichts Wertvolles dabei. Deswegen hauen wir sie einfach um. Und kriegen Abfall. Ja, der Abfall ist in der Beschreibung zwar nutzlos, aber wir finden später noch einen Nutzen dafür. So. Hier geht's hoch. Und hier ist noch eine Kleinigkeit versteckt. Also sozusagen wieder ein kleines Secret, was wir nicht gefunden hätten, nämlich eine Menschlichkeit. So,
Jetzt bist nur noch du da im Weg.